Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Bud Spencer und Terence Hill Slaps and Beans. Ja, in der letzten Folge waren wir auf dem Schiff, haben herausgefunden, dass wir, bevor wir die Sophia retten können, erstmal noch ihren Vater retten müssen. Und jetzt geht's natürlich weiter am Strand. Und wir spielen natürlich wieder den Bud Spencer. Wieso bist du heute so freundlich? Akzeptierst du endlich mein Leben? Meine Liebe. Wo ist sie denn? Ach, da. Auf dem Arm. Nein, ich freue mich, meinen Vater zu sehen. Du bist und bleibst ein Hohlkopf. Wie kannst du es wagen? Weißt du, wie viele Frauen mit Mr. K2 gerne zusammen sein wollen? Wer ist K2? K2? Warum? Nee. Warum wirst du nicht einfach... Die Stimme dazu ist echt crazy. Warum wirst du nicht einfach... Du, seine Verlobte. Jetzt haben wir's. Genug. Wir haben keine Zeit. Jetzt, los. Bud Spencer. Aber warum attackieren wir die jetzt eigentlich? Wir sind doch eh schon Captain. So, da hat er aufs Goschen gekriegt. Dann kommen die alle her hier. Jetzt halt erstmal ein paar Schellen. Come on, Bear. Nun, mach doch. Obstschlachten sind auch mal lustig. So geht das hier rund, ey. Meine Fresse.
ihr kleinen komischen Typen mit eurem komischen, weiß ich nicht, was sind denn das hier? Ist das Schokoladenglasur, die ihr im Gesicht habt oder was? Liegen bleiben. Danke. Ich muss sagen, das ist eine schöne Aussicht. Aber ganz ehrlich, wenn Mr. K2 oder K2 oder wie auch immer der Typ, den ich ihn nennen will, großen Typen gehen eigentlich schon auf den Keks. So, Terrence, Prost! Immer mitten in die Fresse rein. Was wissen die Gächen da? Da ist ein Piratenschiffchen. Cool. Ich hätte gern so ein paar GIFs von denen, aber nein. Endlich mal wieder Typen ohne komische Masken. Warum liegt hier Stroh? Komm her, Dickchen, Alter, mit deinem kleinen Hängetittchen da, Alter. Dickchen mit dem Hängetittchen. Läuft. Was war denn das? Ich hab noch nicht mehr berührt. Da gibt's was auf die Percussion, doch.
Banana Joe. Banana. Hat er ja voll gekriegt, Banana Joe. Also ich bin echt positiv überrascht von dem Spiel. Das ist echt... Also normalerweise bin ich ja nicht so ein Fan davon. Von dieser Pixel-Arts-Geschichte. Aber das gefällt mir richtig gut. Du suchst ein Mädchen? So sieht's aus. Besiege starken Krieger und ich... Bussi, Bussi. Okay, das war jetzt völlig falsch. Du sprechen so stark. Alter. Ja, gut. Ja, es macht voll Sinn, die Leute hier anzusprechen. Hast du das Geräusch gehört? Verstecken wir uns hier. Oh, jetzt kommen die Gay Patrol oder was? Ich bin Captain Zoltan und euer Ruhm. Rum gehört jetzt mir. Wir haben ja keinen Rum, der Bananen. Captain, waren wir nicht auf der Suche nach dem Schatz? Genau, lasst uns den Schatz suchen. Arr! Deine Schatzsucher, wir an den Bananen. Ja, Captain. Gut gesagt, Captain. Wahr! Für ein paar tausend Bohnen, das wird ein langer Tag. Jetzt sucht überall im Dorf und bringt mir den Schatz und auch den ganzen Rum. Schlappus! Das ist geil. Ist das geil, wie die fliegen? Die Gay Patrol, Alter. Captain Gay und seine Lords, Alter. Oh Gott, ey. Ich meine, wenn man den irgendwie noch eine Lederjacke verpasst hätte, dann wäre das... Aber ich glaube, es war beabsichtigt. Das erinnert mich ja mal an den Film Police Academy mit der Bar. Aua! Die Dicken... Was mir auffällt, ich habe noch nicht eine einzige Frau hier aus den Gangs verprügelt. Also, nicht, dass ich drauf stehe, aber das fällt mir gerade mal so auf. Captain Zoltan, die beiden sind sehr stark. Nutzlose Idioten, ich kümmere mich um sie. Ihr sucht den Rum. Arr! Thank you.
aufräumt. Die gehen mir gerade so auf den Schüssel hier. Captain Zoltan oder wie auch immer du heißt. Wir müssen parallel gegen beide Bäume hauen. Okay, damit das Ding abfällt. Das wusste ich jetzt nicht. Das war jetzt mal ausprobiert und doch hingekriegt. Wir haben Bier. Wir haben jede Menge Bier. Danke, dass ihr unser Dorf gerettet habt. Hübsche Frauen, die ihr sucht, ist im Labor. Wo ist das Labor? Alulu bringt sie mit Wagen und zeigt, wo Labor. Wagen nein, Mamo. Bäm. Wagen ja. Wagen ja, Wagen ja. Das ist ein Panzer. Hier ist der Wagen. Und für was brauche ich den? Wie steigen wir ein? Ich steig auf Wagen geheimer Eingang sein. Sehr lange Leiter. An Anulu geht. Tschüss. Alten Panzer, Junge. Also dann steigen wir in den Wagen. Level completed. Alter, 42.000. Labor. Diese Leiter sind echt endlos lang. Ja. Ich kann das Ende nicht sehen. Ich kann dein Ende sehen, wenn... Ei, ei, Captain. Leiser. Wir müssen hier... Ja. Stummelfisch. Echt jetzt? Hör auf. Hey! Hast du es gehört? Entspann dich. Sei nicht so ängstlich. Aber was? Bam. Bam. Ja. Wir sind im Labor. Oh, Vorsicht. Da sind Laserstrahlen. Wow.
Wir haben den Alarm ausgelöst. Stecken wir uns. Scheiße. Ich kann nichts und niemanden sehen. Wir teilen uns auf. Miau. Ah, da war die Katze vom Chef, wie immer. Zurück auf unsere Posten. Also gut, wir versuchen es nochmal. Dieses Mal vorsichtiger. Na, no, hast du es gesehen, ey. Toll. Jetzt hätten wir schaffen können. Oh cool, wir können auch da weitermachen. Wir machen einfach Trick 17. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Dann gucken wir, ob das funktioniert. Ah, sehr schön. Einfach umschalten. Läuft. Einfach den NPC erledigen lassen. Oh, oh Gott. Aber es hat nochmal funktioniert. Zu früh. So, läuft doch. Zu früh gedrückt. Ah.
Was kannst du eigentlich? Hätte auch geklappt. Endlich. Also das ist eins der beschissensten Level, die ich bis jetzt hatte. Aber wie gesagt, mit dem Trick, dass man einfach umschaltet und der hinterherläuft, ist zwar nicht Sinn der Sache, aber es geht. Ha! Das war ein Kinderspiel. Alter. Was? Leute, Alarm, Alarm! So, ein Kinderspiel. Sind zwei verdächtige Typen im Aufzug. Massenschlägerei, yeah, ich find das geil. Hau den Lugas. Nee, ich will den, hau den Bobby, Alter. Los, greift sie an und enttäuscht mich nicht. Wir latten alles ab. Ja, wow. Sehr monotones Geräusch. Jetzt kommen die Dicken. Oh, ihr seid gut. Ihr habt es bis hierher geschafft. Ich mache alles kaputt. Ich schön. Wir sind schöner und stärker. Halt's Maul, Ralf, ihr zwei. Willst du mal riechen? Oder ist man da? Jetzt kommt ein Dickerchen. Du! Hast! Du hast mich! Mich gestört! Bei meinem Mittagessen! Alter! Der Fette hat den Fahrstuhl kaputt gemacht. Gitter sieht sehr stabil aus. Ich ziehe ein Fenster aus der anderen Seite. Wir brauchen etwas Schweres, um es zu durchbrechen. Ich habe da vielleicht eine Idee. Die beiden sind wirklich stark. Also, bedrücken. Sollen wir den Chef fahren? Nein, der Aufzug ist blockiert. Es ist für die unmöglich, hierher zu kommen. Alles ist möglich, Timmy. Lass uns einen Aufzug... Lass ein Auge drauf haben. Mein Aufzug. Keine Sorge. Jerry, wir sind in Sicherheit. Beruhig dich. Lebe dein Leben. Sei glücklich. Geh nach Hause und umarm deine Tochter. Glaubst du, sie vergibt mir, nachdem ich mich 2 Jahre nicht gemeldet lassen habe? Ich sag ja selber, alles ist möglich. Machen die da jetzt? Du hast recht, Timmy. Ich habe beschlossen, morgen...
Was soll ich jetzt machen? Achso, da. Da ans Pult. Hey, da ist Sophia. Sie ist eingeschlossen in einer Rakete. Und der alte Mann muss der mit den Kohlen sein. Doc, ich verliere meine Geduld. Aktiviert den Virus. Das ist Doc Brown. Hey, Sie sind verrückt. Dieser Virus könnte alles landwirtschaftliche Produkte der Welt zerstören. Mit Ausnahme unserer Bohnen. Das ist genau mein Plan. Das alles nur fürs Geld. Geld. Die ganze Welt macht Witze über mich und meine Bohnen. Und jetzt zahle ich es allen zurück. Ihre Bohnen sind aber... Sorry. Ihre Bohnen sind... Oh Mann, was ist denn los? Sorry, ich muss mich erstmal wegraffen, Alter. Ihre Bohnen sind aber auch wirklich eklig. Sei still! Doc scheint Experimente zu machen, um Pflanzen widerstandsfähig zu machen. Und er hat es geschafft, eine Bohnenpflanze anzubauen, die gegen alles resistent ist, aber leider. Schmecken die Bohnen scheiße. Genau, und weil K2 diesen dann auf den Markt gebracht hat, wurde er nur Witzfigur, zur Witzfigur. Mit Bohnen macht man auch keine Witze. Verdammter alter Mann, ich verliere langsam meine Geduld. Ich werde keinen Finger krumm machen, um den blöden Bohnen zu retten. Vielleicht haben sie mich falsch ausgedrückt. Du wirst es nicht für die Bohnen tun, du wirst es für deine Tochter tun. Ach, das ist der Vater. Wage es nicht, meine Tochter anzufassen. Genug, gib mir die Codes, um das Virus zu aktivieren. Jetzt. Oder deine Tochter wird ein böses Ende nehmen. Sie sind ein Monster. Papa, hör nicht auf ihn. Sie werden meine Tochter nicht anfassen. Ich werde sie aufhalten. Vater, tun Sie nicht weh. Wir müssen jetzt was unternehmen, bevor das hier ein böses Ende nimmt. Wo geht's jetzt lang? Da. Ja, slap and slap. Slap, slap. Danke, Terrence. Zuerst auf die Dicken. Draufhauen, immer draufhauen. Slap. Thank you.
30 Minuten zum Start. Gib den Code ein oder deine Tochter endet im Orbit. In Ordnung, Sie haben gewonnen. Tun Sie ihr nicht weh. Tipp doch den falschen Code ein. Erledigt. Sie haben bekommen, was Sie wollen. Virus aktiviert. Abschlussvorgang beschleunigt. 15 Minuten zum Start. Hast du wirklich gedacht, ich würde deine frech, arrogante Göre freilassen? Sie hat mich abgelehnt. Beim großen Jupiter, nein, bitte machen Sie das nicht. Das Virus ist mir mit deiner Tochter in der Rakete. Wünsche ihr viel Glück. Auf Wiedersehen, du Trottel. Schön, wenn er so wegrollt. So. Wir müssen einen Weg finden, an diesem unzerbrechlichen Panzerglas vorbeizukommen. Es ist fast unzerbrechlich. Bud Spencer, Junge, schlägt die Treiber ein. Wir schaffen's. Wer seid ihr? Ich bin der Freund deiner Tochter. Er ist der Trauzeuge. Wir sind hier, um dich zu retten. Freund meiner Tochter? Ignorier den. Ihre Tochter hat uns beauftragt, sie zu retten. Wir holen sie jetzt raus und sind dann bereit, unsere Belohnung zu bekommen. Es ist zu spät. Um sie rauszuholen, muss man zuerst den Startvorgang stoppen. Das ist nur mit dem Fernbedienung möglich, die K2 mitgenommen hat. Verlieren wir nicht noch mehr Zeit. Lass uns gehen. Wie war das nochmal? Mindestens das Doppelte, richtig? Nun ja, dann war es wohl ein Missverständnis. Willst du jetzt gehen? Ach was, lass uns schnell das Mädchen retten. Wie jetzt? Ein Lokus? Die Sache stinkt. Das denke ich auch. Die Tür, sie ist blockiert. Bewegen wir uns? Hey, das ist ein Fahrstuhl. Ein fahrender Lokus. Ja, Level completed. Ja, 24 Minuten haben wir gebraucht. Wir sind jetzt hier ein bisschen über unsere Zeit, aber das ist vollkommen egal. Wir haben noch zwei Level vor uns. Und ja, wie es weitergeht am Flughafen, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann.